Ich war jetzt im Allgäu unten und mein Vater hat mich darauf hingewiesen, er hat bei meinem Bruder die Videos angeschaut und hat gesagt, das sieht man gar nicht jedes Mal, dass wie du einen Hefeteig machst und so. Und dann sage ich, ja, ich muss ja nicht jedes Mal zeigen. Und jetzt habe ich mich dazu dann ermuntern lassen, nochmal ein Hefeteig-Video zu machen. Also ich zeige euch nicht, wie ihr Semmel macht oder was, sondern nur, wie man Hefeteig macht. Leicht, ganz easy. Ich habe natürlich meinen eigenen Teig entwickelt, so wie ich schon mal gesagt habe, von der Führung her und alles. Das hat mir nämlich alles nicht so gefallen, wie ich das mal gezeigt bekommen habe. Der musste direkt auf mich eingestimmt sein. Dazu habe ich aber auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie er richtig läuft, wie es funktioniert, wie ich das beste Backergebnis dabei rauskriege. Ich denke, da macht jeder, der wo ein bisschen mehr Erfahrung hat, so sein eigenes Ding daraus. Und also die Grundzutaten sind bei mir immer 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Milliliter Wasser. Gramm, könntest du auch Gramm nehmen. Dann 10 Gramm Backmalz, 10 Gramm Salz. Und einmal Trockenhefe, einmal Frischhefe, weil ich mich immer wieder gefragt werde, was, beides? Ja, beides. Das hat einen Grund. Erstens mal, ihr könnt den Teig länger gehen lassen, ist auch eine Möglichkeit. Umso höher und fluffiger wird es, aber ihr müsst gut aufpassen, damit der Teig nicht übergeht. Weil wenn er übergeht, fällt er zusammen und dann geht gar nichts mehr, dann könnt ihr den Teig wegschmeißen. So, zweitens, ihr könnt mit dieser Teigeinstellung könnt ihr innerhalb von einer Stunde frische Semmel machen. Das heißt, ihr fahrt den Teig und immer dran denken, das Wasser muss warm sein. Also so, dass ihr es mit der Hand auf jeden Fall anfassen könnt, dass ihr euch die Hand nicht verbrennt. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Durch das warme Wasser schießt der Teig noch schneller. Und das heißt, dann geht er 20 Minuten, ihr formt die Teiglinge, gehen nochmal 20 Minuten und dann 15 bis 20 Minuten backen. Das heißt, ihr habt innerhalb von einer Stunde frische Semmel auf dem Tisch und wirklich frisch in einer hohen Qualität. Und dann lasst das gerade bei dem Wetter 10 Minuten kurz draußen auskühlen und ihr habt wirklich top Brotzeitsemmel. So, was wollte ich noch sagen? Diese Mischung, wie ich es jetzt gesagt habe, könnt ihr bis zu einem Kilo durchziehen. Ihr braucht dann praktisch bloß doppelte Menge Wasser, doppeltes Backmalz und doppeltes Salz. Und aber die Hefe bleibt gleich. Und wenn ihr dann drüber geht, also bis ab 1,2, 1,4 Kilo Mehl, braucht ihr zweimal Hefe von beiden. So meine Erfahrungen. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich habe viel vorher im Allgäu in der Nacht gebacken. Und jetzt zeige ich euch kurz, worauf es ankommt. Zeige euch die Mischungen und werde euch die dann in die einzelnen Videos mit rein verlinken, damit ihr praktisch immer einen Anhaltspunkt habt. Weil ich habe mir das erst gedacht, ja, warum soll ich das jedes Mal zeigen? Das ist ja langweilig, die, wo meinen Kanal kennen. Die kennen das ja schon, die wissen das schon, ja, aber es kommen natürlich auch viele neue, viele von YouTube, die wo gucken. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn die dann dran sitzen und denken, was, wie, wo hat der jetzt den Teig her? Der zeigt das gar nicht. Kann ich nachvollziehen, hat mein Vater der richtige Anhaltspunkt gemacht, dass ich da auf jeden Fall nochmal nachsetze. Und ansonsten wünsche ich euch einen zweiten Adve schönen zweiten Advent. Und viel Spaß beim Gucken und ja. Es würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst und ein Like. So, jetzt kommen erstmal 500 Gramm Mehl rein. Dabei ist es egal, ob ihr Weizenmehl nehmt oder Dinkelmehl. Wenn ich immer gefragt werde, was für ein Mehl, das ist nicht relevant. Also ich nehme am liebsten Dinkelmehl. Alleine vom Zustand des Mehls finde ich es einfach besser. Das Korn ist einfach nicht so belastet wie das Weizenmehl. Ihr könnt auch statt 500 Gramm von dem Mehl nehmen 400 und dafür 100 Gramm Roggen. Dann habt ihr schon wieder einen ganz anderen Teig. Also es ist wirklich der Grundhefeteig. So, dann tun wir 10 Gramm Backmalz rein. Dann kommt ein Päckchen Trockenhefe rein. 10 Gramm Salz,
und ein Frischwürfel Hefe. Den tut es bloß so ein bisschen zernoller. Dann ist alles gut. Und so, einen Moment. Dann kommt es in die Maschine rein und da ich immer wieder höre, dass die Maschine zu laut ist, werde ich das jetzt separat drehen und werde dann auch nichts dazu sagen, werde euch eine schöne Musik aufs Ohr legen, wie bei der Warteschleife, wenn ihr bei der Deutschen Telekom anruft. noch dazufügen, Backmalz, wenn ihr Backmalz kaufen wollt, kriegt ihr beim Rewe, kriegt ihr bei Edeka, ohne jetzt, dass ich was dran verdiene. Das ist einfach eine Hilfe für euch, weil ich immer wieder gefragt werde, wo kriege ich Backmalz, wo kriege ich Ziehfett etc. Ich will euch natürlich helfen, dass ihr dasselbe Backergebnis bekommen könnt. So, ich habe dann das Wasser, 250 Milligramm, das habe ich in der Tasse hergerichtet. Das wird dann dabei zugeschüttet. Ich sehe das dann am Teig. Ich zeige das euch während dem Video, ohne dass ich was sage. Erkläre es euch danach nochmal. So, jetzt haben wir den Teig kneten lassen. Ihr habt gesehen, während dem Teig kneten, der war dann teilweise ein bisschen zu trocken. Da haben wir noch ein bisschen Wasser nachgegeben. Jetzt zum Lösen nehmt ihr ein bisschen Mehl. Sieht man, mit der Zeit kriegt man ein Auge dafür. Also ihr habt genau gesehen, der lief jetzt schön rund, der ist nicht angeklebt. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. So, ein bisschen Mehl ran. Ihr seht, das passt auf jeden Fall. Die Qualität ist super. Lässt sich auch schön ziehen. Ja, so passt. Und dann habt ihr den perfekten Hefeteig. Den könnt ihr dann beliebig lang gehen lassen. Also mindestens 20 Minuten. Ich lasse jetzt auch 20 Minuten gehen. Ich mache da heute noch ein Video-Special für euch. Eine absolute, ja, meine Top-Idee. Und die forme ich dann nachher, aber das zeige ich jetzt hier im Video nicht. Ich wollte eben nur mal zeigen, wie man der Hefeteig macht, damit ihr ein schönes Ergebnis habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Stellt mir gerne eure Fragen. Ich helfe euch gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Advent.